Ich wollte den Kaiser, den letzten Kaiser Deutschlands, in seinen Kontext einbetten und ihn sozusagen über den Kontext verstehen und deuten und andererseits auch über seine Person gewisse Merkmale des deutschen Reichsgefüges sozusagen beleuchten. Also ein beiderseitiges, sozusagen gegenseitiges Beleuchten durch die Person, den Kontext und durch den Kontext die Person. Und damit wollte ich ja das Verhältnis zwischen Verunglimpfung, die in vielen Teilen der Literatur noch bisher vorherrschend gewesen ist. Der Ton ist überwiegend negativ, sehr, sehr negativ. Ein bisschen eine Balance ziehen zwischen, Verunglimpfung und Verständnis wieder in eine angemessenere Balance bringen. Das Deutsche Reich war also als Verfassungsgerüst einmalig. Es war so ein Vertrag unter autonomen Staaten sozusagen, eine Dauerunion der deutschen Bundesstaaten. Und insofern ohne Modell und ohne Parallele so in der damaligen Welt. Und das gehörte mit zur Problematik dieses Kaisers, nicht, dass er sozusagen über dieses noch sehr gebrochene, noch nicht zusammengewachsene Deutschland dass er sozusagen als Integrationsfigur agieren oder vor die Öffentlichkeit treten wollte und als Integrationsfigur funktionieren wollte. Das ist ihm natürlich nicht gelungen. Das war aber auch aus vielen Gründen eine ungeheuer schwierige Aufgabe. Das war wohl eher sprunghaft. Es gibt zwar, es gibt immer wieder Initiativen, also die in allen möglichen Richtungen laufen, nicht? Also zum Beispiel in der Außenpolitik hat der Kaiser mal diese Option bevorzugt und mal diese und hat auch nie richtig verstanden, dass die Entscheidung, vielleicht war das auch eine positive Sache, er hat auch nie gesehen, dass die Entscheidung für eine Option die andere Option ausschließt. Hat immer alle Optionen aufhalten wollen. Also wir wollen Freunde sein mit den Franzosen, aber auch mit den Russen, gleichzeitig mit den Briten. Und andererseits müssen wir uns auch stark zeigen gegenüber den Russen. Also alle möglichen Optionen wurden von ihm vertreten. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht von einem klaren Konzept oder von einem klaren Programm sprechen. Seine Initiativen wurden auch blockiert, also regelrecht blockiert. Er wurde gelenkt und gemanagt von den Männern der Außenpolitik, also den Männern in der Wilhelmstraße. Und auch in der Innenpolitik kam es nicht zu einem konsequenten Programm. Allerdings muss man sagen, es gibt ja einige Grundprinzipien, die doch beobachten sind. Er wollte versöhnend wirken, er wollte national wirken, er wollte aus dem Preußischen heraus sozusagen als Reichsoberhaupt sozusagen sein Amt neu erfinden. Es ist wichtig, man darf ja nicht vergessen, dass dieses kaiserliche Amt zur Zeit, als er den Thron bestiegen hat, ein bisschen wie ein Haus war, in dem die meisten Zimmer noch nicht bewohnt worden waren. Nicht? Also die Potenziale dieses Amtes waren noch nicht ausgeschöpft. Der Großvater, der lange auf dem preußisch-deutschen Thron gesessen hatte, hatte diese imperiale Dimension seines Amtes überhaupt nicht ausgefüllt. Hatte es nicht mal anvisiert. Er blieb eigentlich ein preußischer König, kein deutscher Kaiser. Und Wilhelm II. Wollte diese Rolle schaffen und dafür musste er natürlich die Rolle quasi neu erfinden. Das war auch keine leichte Aufgabe. Bismarck ist eben für Wilhelm II. Das Modell überhaupt und das wird häufig übersehen. Wilhelm wollte eigentlich bismarckianisch handeln, im bismarckischen Sinne und kam immer wieder auf diesen alten Mann, den er als Kind so und in seiner Jugend so erlebt hatte. Und ich glaube, über seine Biografie, über seine Kindheit und frühe Jugend kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was es hieß, in der unmittelbaren Nähe sozusagen dieses Titans. Also es war eine einmalige Figur in der europäischen politischen Geschichte der damaligen Zeit und vielleicht überhaupt. Und was es dann hieß, als Mitglied einer Herrscherfamilie in unmittelbarer Nähe dieses Menschen aufzuwachsen, das war natürlich eine schwere Last. John Röhl und ich, also wir haben eigentlich gegensätzliche Meinungen oder gegensätzliche Perspektiven auf diese Figur, wobei ich auch aber bekennen muss, also Röhl ist natürlich der große Kenner auf dem Gebiet, die Forschungsarbeiten sind endlos und extrem solide und es ist ja alles fabelhaft, was er gemacht hat, aber wir sehen diesen Menschen auf völlig unterschiedliche Weise. Sieht das meines Erachtens übertrieben negativ. Der Kaiser, natürlich,
neigte der Kaiser zu taktlosen, naiven, manchmal sogar brutalen Äußerungen. Und es ist ja überhaupt interessant, dass sein Ruf viel mehr durch das, was er gesagt hat, was er geäußert hat, als das, was er eigentlich getan hat, geschädigt worden ist. Und man erinnert sich, das Bild ist deswegen so negativ, wegen der Reden und der Äußerungen, nicht wegen der eigentlichen Handlungen. Über seine Rolle am Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterscheiden wir uns auch. Wie ich das sehe, war Wilhelm II. Gar nicht der Kriegstreiber, als den er sehr oft dargestellt worden ist. Er hat immer gebremst, als es richtig hart auf hart ging, hat er immer gebremst und blockiert. Er wollte Deutschland zum Beispiel aus seinen Verpflichtungen den Österreichern gegenüber herauswinden in den letzten Tagen der Juli-Krise, wurde aber, wie das so oft passiert ist, blockiert von den eigentlich führenden Stellen, von Bethmann-Hollweg, von Jagow, von der Wilhelmstraße. Seine Initiativen griffen also nicht durch. Das ist eigentlich die Hauptfrage, ne? Denn er ist in der Tat zum Sündenbock geworden. Und das nicht nur nach dem Ausbruch des Krieges, beziehungsweise nach dem Ende des Krieges, sondern auch schon früher. Wenn man zum Beispiel die Daily Telegraph-Affäre, da hat er so ein blödes Interview gegeben, das wurde dann veröffentlicht. Und es stieg in ganz Deutschland eine Welle der Empörung auf. Wobei man sich dann fragt, warum denn diese ganze Empörung? Der Interview war zwar blöd und naiv und etwas albern, aber so schlimm war das nicht. Und es hat auch keine schlechte Wirkung auf Deutschlands Situation in der Weltpolitik, im internationalen Kontext gehabt. Also weswegen diese ganze Empörung? Und ich denke, also ich neige dazu zu sagen, dass Wilhelm sozusagen eine Symbolfigur angeboten hat, ein Ventil für das Unbehagen, das sehr tief und sehr breit in der deutschen Gesellschaft gespürt wurde, angesichts der misslichen Lage Deutschlands im europäischen Staatensystem, die zunehmende Isolation Deutschlands in der Außenpolitik, den Reformstau, was die Legislativen anging, und viel anderes mehr, dass er sozusagen als die Symbolfigur dastand und als Blitzableiter sozusagen das ganze Unbehagen durch seine Person abblitzen ließ. Ein amerikanischer Kollege, James Sheehan, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, also man würde wirklich schimpfen, in einem Flugzeug sitzen würde, bei einem transatlantischen Flug und dann entdecken würde, der Kaiser sitzt neben einem. Das war so natürlich in mancher Hinsicht ein Schwätzer, aber andererseits manchmal ein sehr genialer Mensch. Also ich würde sagen, er ist mir nicht so sehr sympathisch, ich finde ihn aber interessant. Ich finde ihn interessant wegen seiner Gebrochenheit, wegen seiner Modernität, wegen der Verzettelung seiner Kräfte und seine Impulse. Das ist, glaube ich, alles hochmodern und widerspiegelt auch eine gewisse Zwangslagen sozusagen, dieses Deutschlands des späten 19. oder des frühen 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, eine Gesellschaft, die einerseits ungeheuer dynamisch war, mit einer Dynamik, die wirklich die ganze Welt staunen ließ, und andererseits natürlich mit einem sehr schwierigen Erbe kämpfen musste. Und also eine Kultur der Zwiespälte und der Gegensätze, und das widerspiegelt sich auch in der Persönlichkeit dieses Monarchen. Und er ist deswegen auch, teilweise auch deswegen, als Symbolfigur so wichtig gewesen in der deutschen Öffentlichkeit.